Heute möchte ich mir wieder einen eurer Kanäle angucken, die bei der Challenge mitgemacht haben. Und zwar einen Tutorial-Kanal. Wenn du selbst einen Tutorial-Kanal hast oder selbst wenn du einen anderen YouTube-Kanal hast, aber es schaffen möchtest, dass möglichst viele deiner Videos möglichst hoch in der Suche ranken, dann könnte das Video sehr spannend für dich sein. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und heute ist wieder Mittwoch, das heißt, ich gucke mir in einem Challenge-Video einen von euren Kanälen an. Du kannst immer noch bei der Challenge mitmachen, wenn du selber möchtest, dass ich mir deinen Kanal angucke oder wenn du es überhaupt schaffen möchtest, dass dein Kanal schneller wächst. Denn es ist die 100 Abonnenten in 14 Tagen Challenge, die findest du hier. Heute möchte ich mir den Kanal Camera Studio angucken. Das ist auch von Jan, nicht von mir, sondern von einem anderen Jan. Der macht den Kanal und ich würde sagen, wir springen direkt an den Computer und gucken uns mal an, was läuft an dem Kanal gut, was kann man noch verbessern und was kannst du vielleicht auch von Jan lernen. Wenn wir jetzt hier auf den Kanal gucken, muss ich wirklich sagen, der erste Eindruck ist sehr, sehr gut. Das Banner sieht professionell aus, als Bild ist ein Bild von der Person, das passt eigentlich auch ganz gut und vor allem, mir gefallen auch die ganzen, die ganzen Thumbnails sehr, sehr gut. Hier ist es vielleicht ein bisschen schlecht lesbar, das sind so Kleinigkeiten, hier sieht super aus, an sich sind die Thumbnails sehr gut, weil ich finde, es ist designt, man hat ein Gefühl, dass alles zusammenpasst, es ist auffällig durch das Orange, es ist ein dunkles Bild mit viel Kontrast auch meistens, also man kann auf den ersten Blick sehen, das funktioniert. Was nicht so ganz so gut funktioniert, sind die Klicks der Videos. Und da wollen wir gleich mal drauf eingehen. Erstmal will ich aber noch mal ein bisschen was über den Inhalt der Videos sagen. Wenn ihr auf den Kanal geht, dann werdet ihr es sehen. Die Videos sind sehr gut geschnitten und mit wirklich viel Aufwand geschnitten. Das finde ich sehr schön und da kann sich vielleicht auch der eine oder andere noch mal was angucken. Vor allem auch mit den Einblendungen, mit so Stichpunkten, die eingeblendet sind und so weiter. Das ist wirklich gut gemacht an diesem Kanal und das gefällt mir sehr. Wenn wir jetzt mal inhaltlich in die Videos gucken, dann fällt relativ schnell auf, dass du noch vor der Kamera etwas unsicher bist. Das kann ich aber auch allen anderen mit auf den Weg geben. Egal, wie sicher oder wie unsicher man am Anfang vor der Kamera ist, das Ganze ergibt sich mit der Zeit. Stellt euch erstmal vor die Kamera, dreht Videos. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn ich mir jetzt meine Videos angucke von vor 2, 3 Jahren, dann denke ich mir auch, oh Gott, wie war ich vor der Kamera? Das ist wirklich einfach eine Sache von machen, machen, machen und fast jeder braucht erstmal bestimmt 10, 20 Videos mindestens, bevor man wirklich locker vor der Kamera ist. Das ergibt sich mit der Zeit. Ein kleiner Trick, um das noch ein bisschen zu überspielen quasi auch am Anfang, ist, wenn ihr Musik in den Hintergrund hinzufügt. Und das machst du auch manchmal, aber manchmal auch nicht. Und wenn man hier so Stellen hat, wie an dieser Stelle jetzt gerade zum Beispiel, wo man keinerlei Musik im Hintergrund hat, dann wirkt das Ganze sehr leer und dann kommt die Unsicherheit noch viel mehr rüber. Wenn man jetzt aber was hat, wo mehr Musik im Hintergrund ist, dann fällt das häufig gar nicht so sehr auf. Auch gerade bei vielen Videos am Anfang von mir habe ich damit auch so ein bisschen geschafft, diese Unsicherheit gar nicht rüberkommen zu lassen. Was hier aber wichtig ist, benutzt Musik ohne Gesang, ohne eine Stimme da drin, weil dann geht euer Text sehr schnell unter. Benutzt Musik, die wirklich gut für den Hintergrund funktioniert, sodass sie nicht den Vordergrund übernimmt, sondern wirklich im Hintergrund läuft, einfach so eine Emotion erschafft und damit könnt ihr das Ganze auch nochmal so ein bisschen emotional aufbauen. Laden und damit auch so ein bisschen das Überspielen, wenn ihr vielleicht noch nicht so ganz so stark vor der Kamera seid. An sich ist der Kanal aber wirklich sehr, sehr professionell gemacht, muss ich sagen. Es gefällt mir sehr gut, wie das geschnitten ist. Es ist professionell aufgearbeitet. Die Themen sind spannend. Man sieht, du kennst dich halt auch mit Videoproduktion einfach aus. Nicht ohne Grund heißt der Kanal Camera Studio. Trotzdem, wenn wir jetzt mal so auf die Videos gucken, könnten die Aufrufe mehr sein, wenn man das so sagen mag. Also es sind alles, die Aufrufe bewegen sich alle im zwei- oder kleineren dreistelligen Bereich. Da ist noch nicht so viel da. Woran liegt das? Wenn wir die Videos jetzt hier mal nach der größten Beliebtheit sortieren und uns zumindest mal die schon mehr geklickten Videos mal ansehen, vielleicht, dann gehen wir jetzt mal hier, vielleicht das eine Video habe ich hier schon geöffnet, auf das meistgeklickte Video von den richtigen Videos oder öffne nochmal 2, 3 weitere. Und dann habe ich jetzt mal hier TubeBuddy offen. Also vielleicht kennt ihr das Tool TubeBuddy, vielleicht nicht. Hier oben rechts habe ich nochmal ein Video, wo ich das genauer erkläre, was man mit TubeBuddy machen kann. Und das zeige ich euch vielleicht hier erstmal auf einem der anderen Videos, ist folgendes. TubeBuddy zeigt uns hier rechts neben dem Video einige Dinge. Und worauf ich hier mal vor allem eingehen möchte, ist folgendes. Hier unten diese Tags und wenn wir jetzt nämlich hier mal auf Show Search Rankings gucken, wenn wir jetzt mal draufklicken, dann lädt das TubeBuddy uns einmal, wofür rankst du und auf welchem Platz? Fotografieren falsch machen. 5 Dinge Filmer beim Fotografieren falsch. 5 Dinge Fotografen beim Filmen falsch. Und
Barney Elo rankst du auf Platz 8 und hier 13, das heißt auf der zweiten Seite, hier rankst du auf relativ hohen Plätzen. Das Ding ist natürlich, wer gibt das ein? Vermutlich keiner. Oder sehr, sehr wenig Leute. Oder es gibt halt auch kaum Videos dazu. Deshalb bist du da so weit oben, weil es halt auch kaum Konkurrenz gibt. Also man kann da natürlich immer noch mal reingehen und sich hier auch, das kann man mit Tubebuddy sehr schön machen, einmal auf den Tag klicken, dann lädt er einem das direkt, kann dir zeigen, ob du da selber drin bist. Hier zeigt er dir, wie häufig du drin bist. Das ist bis jetzt bei mir natürlich mein eigener Kanal, wie gut das Keyword ist und so weiter. Aber auch, was für Videos da sind. Und hier sieht man, das ist halt nicht so das relevanteste Keyword. Wenn wir jetzt nur ein anderes reingeben, wie zum Beispiel hier eine Kameravorstellung, dann sehen wir, hier hat man natürlich schon sinnvolle Keywords, wie zum Beispiel der Name der Kamera. Wie hoch rankst du da? Und hier kann man tatsächlich sehen, auf fast keinem. Also hier sind sehr, sehr wenige, wo du nur rankst. Und das sind auch wieder sehr lange, die vermutlich nur sehr wenige Leute wirklich eingeben. Das Einzige, wo du hoch rankst, ist dieser Begriff. Das ist auch dieser, den du hier oben benutzt hast. Der Hashtag. Gucken wir mal, wie viele Leute den Hashtag benutzt haben bisher. Keiner. Da ist es das einzige Video. Deshalb ist es da. Also das ist so ein bisschen das, was ich hier dir mal mit in die Hand geben würde, ist, guck mal, für welche Begriffe du wirklich rankst, auf welche Begriffe du auch ranken möchtest, und dann mach die passenden Keywörter. Das heißt, hier sehen wir teilweise Sachen, hier haben wir keine Keywörter, die wirklich irgendwie sowas sind, was man auch eingeben würde, weil wer gibt denn ein, irgendwie, was man falsch macht beim Fotografieren, sondern man würde eher das andersrum eingeben, was man richtig macht. Dann kann trotzdem noch dieses Video erscheinen, allerdings sollte man halt gucken, dass in der Beschreibung und in den Text die passenden Begriffe sind, die auch wirklich gesucht werden. Und gerade bei so einem Tutorial-Kanal, wie du ihn hast, der lebt davon, dass langfristig Klicks über die YouTube-Suche kommen. Das ist einfach so. Das heißt, geh wirklich mal hin und guck, was sind die meistgesuchten Sachen. Und auch eine Sache, die ich ja schon häufiger erwähnt habe, die du mal machen kannst, ist, einfach mal hinzugehen und zum Beispiel in ein Forum zu gucken für Filmemacher, was sind die meistgefragten Fragen da. Und dann gehst du hin, gibst das Ganze mal in der YouTube-Suche ein und guckst, was dir vorgeschlagen wird, wie gut die Sachen optimiert sind. Das habe ich ja auch schon in anderen Videos erklärt, wie zum Beispiel hier bei dem Video oben rechts. Und dann kannst du eben hingehen und versuchen, eben auf noch mehr von diesen Begriffen zu ranken. Denn hier ist es ganz, ganz wichtig eben, dass du wirklich hier sinnvolle Tags reinpackst, die auch die Leute eingeben. Weil wenn man wieder hier hinguckt, 5 Dinge, die du als Filmemacher brauchst, ist der ganze Titel, den gibt so wahrscheinlich keiner ein. Vor allem, warum sollte man 5 Dinge genau eingeben? Dinge, Filmemacher, Maker, Filmmaker braucht, das brauchst du als, hier so falsch geschrieben, Filmmaker. Also, guck mal, dass du relevantere Keywörter versuchst drauf zu ranken und nicht solche Dinge, die unbedingt unbedingt genau der Titel sind. Also da würde ich mich an deiner Stelle wirklich nochmal hinsetzen, und auch für alle anderen, die Tutorials machen, kann man das nur nochmal an die Hand geben. Die Suchmaschinenoptimierung ist natürlich primär darüber, wie viele Leute auf deine Videos klicken und wie lange sich dann angucken. Aber ob YouTube so einen Begriff überhaupt antestet für eine Suche und wie genau der Ablauf ist, habe ich hier in dem Video oben rechts schon mal erklärt. Ob YouTube das überhaupt antestet für die Suche, hat hauptsächlich was damit zu tun, ob du passende Begriffe in der Beschreibung, im Titel oder in den Text hast. Das heißt, das sollte man nicht vernachlässigen, gerade wenn man es schaffen möchte, möglichst weit oben in Suchen gerankt zu werden. So, ich hoffe, du konntest einiges lernen aus diesem Video. Falls du selber bei der Challenge mitmachen möchtest, habe ich ja vorhin schon erwähnt, 100 Abonnenten in 14 Tagen kriegen möchtest oder zumindest es schaffen möchtest, dass ich mir deinen Kanal angucke, dann guckst du hier am besten mal nach. Da findest du alle Informationen zur Challenge. Ansonsten war es das von mir. Tschüss, euer Jan.